mal wieder eine Frage des Verständnisses, ist der Bereich, das, was du persönlich darüber denkst oder ein anderer Mensch. Das sind immer wieder zwei Paar Schuhe. Jeder Mensch, der draußen sich bewegt, aufhält, der hat von einer gewissen Situation, von einem Film, von einer Sichtweise, die jetzt irgendwie so zu betrachten ist, dass da jetzt gerade was passiert ist, oder er bekommt irgendwie einen schlechten Brief, eine Nachricht, irgendwie etwas, hat ein anderer Mensch eine komplett andere Meinung, als du es hast. Und warum ist es so? Weil jeder Mensch, der draußen sich bewegt, anders bewertet. Der eine sagt sich, das ist ihm egal, der andere sagt sich, ich bin da auch neutral dem Gegenüber. Oder es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen sich ganz klar, ich finde das richtig schlecht oder ich finde das richtig gut. Und da kann man richtig herausfinden, in welcher Position befindet sich ein Mensch, wie bewertet er das Ganze und wie kann man ihn wirklich aus seinen Reserven locken. Wie schafft man es, dass diese Person, mit der man da jetzt gerade zu tun hat, wie ist das Ganze für ihn von der ganzen Grundlage her und was macht er sich daraus? Und das ist das Schöne, herauszufinden, wie letztendlich Menschen funktionieren, wie sie ticken und wie sie sich bewegen und wie sie letztendlich die nächsten Schritte machen, die jetzt anliegen. Und da kannst du dich auch persönlich mal fragen, macht dir das was aus? Wenn dich jemand aus deiner persönlichen Reserve lockt, oder ist das im Grunde genommen mehr oder weniger gleichgültig? Und wenn dir das gefallen hat, was ich dir hier in diesem Video mit auf den Weg gegeben habe, dann teile es mit anderen Menschen, die das hören und wissen müssen. Und schau dir ab jetzt auch mal meinen YouTube-Kanal an. Das würde mich extrem freuen. In diesem Sinne, bis dann.